Mit einer Plakataktion hier in Lana gedenken wir eines traurigen Anlasses. Vor genau 60 Jahren wurde hier das Leben des jungen Franz Höfler von den Carabinieri ausgelöscht. Franz Höfler war einer jener jungen Männer, die im Jahr 1961 Verantwortung für unser Land übernommen haben. Die nicht einfach nur weggeschaut haben, wie die Menschen in unserem Land unterdrückt wurden, wie wir unsere kulturellen Rechte beraubt wurden, sondern die sich gesagt haben, wir müssen etwas tun. Denn wir haben Verantwortung nicht nur für uns, für unsere Heimat, sondern auch für die nächsten Generationen. Nach der Feuernacht 1961 wurde der junge Franz Höfler von den Carabinieri verhaftet. Er hatte sie bereits darauf hingewiesen, dass er an einer Vorerkrankung litt. Die Carabinieri haben darauf aber keine Rücksicht genommen und ihn, wie viele andere junge Südtiroler, in den Carabinieri-Kasernen auf unglaublich brutale Art und Weise, in einer menschenverachtenden Weise, muss man sagen, gefoltert. Gefoltert so lange, bis bleibende Schäden bei diesen Männern hinterblieben sind. So lange, bis Franz Höfler an den Folgen dieser unglaublichen Folterungen verstorben ist. Franz Höfler ist ein Mahner. Ein Mahner dafür, dass Minderheitenrechte keine Selbstverständlichkeit sind. Ist ein Mahner dafür, dass eine Minderheit in einem fremden nationalen Staat sich niemals sicher sein kann, weil der Staat immer der Stärkere ist. Es gab damals keine Mittel, gegen diese Folterungen vorzugehen. Im Gegenteil, der italienische Staat hat damals behauptet, dass Franz Höfler eines natürlichen Todes gestorben sei. Eine unglaubliche Schmähung von Franz Höfler und seiner Familie. Umso wichtiger ist es daher, dass wir jetzt genau 60 Jahre nach seinem Tod einerseits an Franz Höfler gedenken, in einem ehrenden Gedenken, in dem wir ihm danken. Danken dafür, was er getan hat, wofür er sich eingesetzt hat und leider auch, wofür er mit seinem Leben bezahlt hat. Er hat das aus Liebe zur Heimat und aus Liebe zu unserem Volk getan. Dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung. Das Gedenken an den Tod von Franz Höfler soll uns aber auch zum Überlegen anregen, in welche Richtung unser Land gehen soll. Wir waren ein Land, das immer nach Norden ausgerichtet war. Wir haben uns mit Ländern und Bundesländern in Deutschland, in Österreich verglichen. Und wir erleben, dass in Südtirol derzeit der Kompass nur noch Richtung Süden gerichtet ist. Was hätte wohl Franz Höfler dazu gesagt, wenn er sehen müsste, wie im Grunde genommen in Südtirol die eigenen Rechte inzwischen verkauft? Wie eine Landesregierung im Landtag gegen die Begnadigung der Südtiroler Freiheitskämpfer stimmt, gegen seine Kollegen, die sich für unsere Rechte eingesetzt haben. Das ist eine Entwicklung, die unserem Land nicht gut tut und die in eine völlig falsche Richtung geht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier und heute an Franz Höfler gedenken, damit die Opfer, die Franz Höfler ganz persönlich gebracht hat, aber die auch die vielen Freiheitskämpfer der 60er Jahre gebracht haben, nicht umsonst gewesen sind. Franz Höfler und die Freiheitskämpfer haben nicht für eine zweitklassige Autonomie gekämpft, sondern Franz Höfler und die Freiheitskämpfer haben für die Freiheit und für die Selbstbestimmung unserer Heimat gekämpft. Das ist ihr Vermächtnis und wir sind es ihnen schuldig, dass wir uns auch weiterhin dafür einsetzen.